Meine lieben Freunde, meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, lasst uns miteinander unseren Gottesdienst beginnen. Lasst uns unseren Gottesdienst beginnen im Namen unseres gütigen, unseres liebevollen, barmherzigen Gottes. Unseres Gottes, der ein Gott mit uns und für uns ist, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum KG-Gottesdienst. Als engagierte Christen werfen wir heute einen Blick auf prekäre Arbeit. Die Zahl der Normalarbeitsplätze in der deutschen Wirtschaft sinkt. Damit sind Beschäftigungsverhältnisse gemeint, die unbefristet sind und in Vollzeit ein existenzsicherndes Einkommen gewährleisten. Es gibt sehr viel prekäre Arbeit. Das heißt, der Lohn liegt deutlich unter dem Durchschnittseinkommen. Zuverlässige Zukunftsplanung ist nicht möglich und die Arbeitnehmerschutzrechte sind reduziert. Es sind meist befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, Minijobs und Scheinselbstständigkeit. Guter Gott, oft schauen wir weg, weil das einfacher ist, weil es uns dann nicht belastet. Du aber siehst uns und hast uns Augen geschenkt, damit wir sehen, hinsehen. So bekommen wir langsam einen Blick für all diejenigen, die durch ihre Hände Arbeit dafür sorgen, dass wir recht gut leben können und die so oft dafür nicht das bekommen, was sie zum Leben brauchen. Gebete, die lauten wie die leisen, und hast uns Ohren geschenkt, damit wir hören, hinhören. So hören wir all die, die uns ihr Leid klagen, über Arbeitsbedingungen, die unmenschlich sind, über Angst und Sorge und zum Himmel schreiendes Unrecht. Bleiben wir stumm, weil das einfacher ist, weil es uns dann nicht belastet. Du aber redest zu uns und hast uns die Sprache geschenkt, damit wir aussprechen, was in uns ist, an Klage, an Wut, an Trauer, aber auch an Freude. So verleihen wir denen unsere Stimme, die so oft überhört werden. Lasset uns beten. Herr, in deinem Sohn hast du dich auf uns Menschen eingelassen. Jesus hat uns vorgelebt, wie wir in Würde und Respekt miteinander umgehen und wie wir einander beistehen können in diesen schwierigen Zeiten. Er ermutigt uns, seiner Botschaft vom Reich Gottes zu trauen und daraus Hoffnung zu schöpfen. Wir bitten dich, schenke uns in diesem Gottesdienst die Erfahrung, von deinem Wort angesprochen zu werden. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Ja.
Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen dürstete das Volk, dürstete nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen, es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr gesagt hat. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stützt die Mächtigen vor dem Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, durch prekäre Arbeit hat man zu wenig Einkommen zur Existenzsicherung. Man hat eingeschränkte Rechte und weniger sozialen Schutz. Man hat weniger Mitgestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Es bestehen wenig Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Oft ist ein höheres gesundheitliches Risiko vorhanden. Insgesamt ist man höheren Gefahren ausgesetzt. Und Altersarmut ist vorprogrammiert. Remonda Musalam Kassim, Flüchtlingsfamilie aus Syrien. Wir warten schon lange auf eine Wohnung, wo wir auch etwas Privatsphäre haben. Jetzt leben wir mit unseren 8 Kindern in 3,5 Zimmern und müssen die offene Toilette und Dusche sowie die Küche mit anderen Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft teilen. Doch uns will niemand ernsthaft anstellen. Aushilfsjob hier, Aushilfsjob da. Dabei würden wir gerne eine Ausbildung machen und einen richtigen Beruf lernen. Doch Ausländern gibt man keine richtigen Jobs. Kerstin Kopper, Austrägerin, Angestellte bei der Post. Ich warte schon seit langem, dass auf meiner Arbeit und allgemein in der Arbeitswelt nichts mehr der Ellenbogen gegen andere benutzt wird und der Umgang menschlicher wird. 12-Stunden-Schichten im Dezember sind normal. Manches Paket ist so schwer, dass ich es nicht tragen kann. Und am Ende des Monats reicht das Geld nicht mal fürs Kino, geschweige denn für einen Urlaub. Nils, Fahrer bei Lieferando. Wir kämpfen mit unserem gegründeten Lieferando Workers Collective für bessere Arbeitsbedingungen. Momentan geht es um eine angemessene Wiederausrüstung. Ich persönlich warte darauf, dass die Mieten nicht mehr ansteigen und der Mindestlohn angehoben wird, damit ich mir eine Wohnung in Köln leisten kann. Im Moment muss ich mich entscheiden, entweder Miete zahlen oder Essen kaufen. Das ist schwer, wenn man ständig das Essen anderer auswehrt. Und Trinkgeld gibt auch fast niemand mehr. Prekäre Arbeit bedeutet auch ein prekäres Leben. Jede Ausgabe für die Kinder muss überdacht werden. Für Notzeiten kann nicht gespart werden. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist oft schwierig. Der Sportverein, der Kinobesuch, Essen gehen, alles nicht möglich. Mit einem geringen oder unsicheren Einkommen kann man sich vieles nicht leisten, was für andere ganz normal ist. Man kann nicht mitreden und teilnehmen. Ausgrenzung und Angst können die Folge sein. Das Geld regiert die Welt. Das Magnificat, das wir vorhin im Evangelium gehört haben, haben wir nicht umsonst ausgesucht. Gott kam zu Maria und erwählte sie. Wo
finden wir denn heute noch Gott in unserer Arbeitswelt? Wäre es nicht an uns Christen, unseren Glauben auch in der Arbeitswelt zu leben und Menschenwürde anzumahnen, die wir von Gott geschenkt bekommen haben? Maria sagte zu Gottes Wahl ja, ohne zu wissen, was auf sie zukommen würde. Viele Menschen in der Arbeitswelt müssen auch ja sagen, weil sie gar keine andere Wahl haben. Sie brauchen wenigstens die prekäre Beschäftigung, sonst müssten sie auf der Straße leben. Sie müssen sich ausbeuten lassen. Auf die Niedrigkeit hat er geschaut. Wir vertrauen darauf, dass Gott auf die Niedrigsten schaut und unser Blick dorthin lenkt, dass wir deren Not sehen und erkennen und dass wir unser Konsumverhalten so steuern, dass wir Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter ausbeuten, meiden. Er stützt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Eines Tages wird Gott alles umkehren und den Ärmsten der Armen wird es gut gehen und die Reichen werden leer ausgehen. Bis dahin machen wir uns stark. Wir kämpfen für gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen. Moderne Sklaverei beenden. Würde und Gerechtigkeit statt Ausbeutung. Fair statt prekär. Fair statt prekär. Ausnahmsweise möchten wir heute ein Credo vorbeten. Gehen Sie aber bitte dennoch in Gedanken unser Credo, das natürlich verwoben ist mit der Arbeitswelt, in Gedanken mit. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Wir glauben, dass der Mensch im Mittelpunkt der Wirtschaft stehen muss. Wir erwarten, dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht und Herkunft gerechtes Einkommen für ein menschenwürdiges Leben erhalten. Wir hoffen, dass alle Menschen die Möglichkeit erhalten, am wirtschaftlichen Leben mit ihren Anliegen, Fähigkeiten und Interessen aktiv teilnehmen zu können. Wir glauben an einen Gott der Gerechtigkeit. Und wir glauben an Jesus, der sich für die Schwachen und für die in der Gesellschaft am Rande Stehenden eingesetzt hat. Wir erwarten, dass unsere Kirche diese Botschaft wahrnimmt und ihre Praxis danach ausrichtet. Wir hoffen, dass der Geist Gottes uns in unserem Engagement stärkt und unterstützt, damit wir zu einer gerechten Verteilung von Arbeit und Gütern beitragen können. Amen. Gott, so viele rufen zu dir und bitten um Hilfe für tägliches Brot. Auch bei uns gibt es Menschen, die nicht wissen, wie sie morgen leben sollen, trotz Arbeit. Mit ihnen rufen auch wir zu dir. Für die Opfer unseres egoistischen und lebensfeindlichen Wirtschaftens, für die Menschen, deren Leiden uns sprachlos macht, auch in unseren Familien und in unserer Arbeitswelt. Und vergib uns unsere Schuld. Wir bitten dich. Für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, lass sie stets daran denken, Eigentum und Kapital zur sozialen Verantwortung verpflichten und dass sie dem Wohl der Beschäftigung den Vorrang vor größtmöglichen Profit einräumen. Wir bitten dich, für alle Betriebsrätinnen und Betriebsräte, gib ihnen Kraft, sich mutig und beharrlich für menschenwürdige Arbeitsbedingungen sowohl für die Stammbelegschaft als auch für die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter einzusetzen. Wir bitten dich,
Gib uns Klarheit in unseren Gedanken, dass wir achtsam bleiben in unserer Sprache, dass wir Wahrheit beim Namen nennen und auch die Lüge. Wir bitten dich für uns selbst, für alle, die mit ihren Schattenseiten nicht fertig werden, für alle, denen wir im Weg stehen, für alle, die uns Schwierigkeiten machen, für alle Namen, die wir dir in der Stille nennen. Wir bitten für alle Mitglieder der katholischen Arbeitnehmerbewegung, insbesondere für unseren Ortsverband in Hausen, um Segen für die Lebenden und um Heimat für die verstorbenen Mitglieder. So viel treibt uns um. Für so viel müssen wir dich noch bitten, Herr. Du kennst all unsere Last. Bei dir ist sie gut aufgehoben. Nimm unsere Bitten an und erhöre sie nach deinem Willen. Durch deinen Sohn Jesus Christus, der uns beisteht, heute und alle Zeit. Amen. Leib und Blut unseres Herrn und Bruders Jesus Christus, immer, wenn wir den Auftrag deines Sohnes erfüllen, so auch heute und hier. Darum bitten wir dich in seinem Namen, im Namen unseres Herrn und Bruders Jesus Christus. Amen. Kommt ihr? Damit kommt.
Danke. Ganz gut, danke. Sozusagen vorgucken. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist ermittelt die Herzen. Wir haben sie bei Gott. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist möglich und recht. Menschenfreundlicher Gott, mit Recht preisen wir ihn, denn deine einzige Sorge dreht sich um unser aller Wohl. Die Heilige Schrift berichtet, dass du dir für den Menschen in Eden einen Garten gepflanzt hast und dem du ihn anvertraut hast, dass er ihn bebaue und behüte. So ist die menschliche Arbeit nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein Recht. Das verdeutlicht Jesus, dein Sohn, wenn er zu uns allen sagt: Wer nicht arbeitet, hat kein Recht auf seinen Lohn, und wer arbeitet, soll seinen gerechten Lohn empfangen. Durch ihn, unseren Herrn, loben wir dich und preisen dich und singen voller Freude. Besonders danken wir dir für Jesus, deinen Sohn und unseren Bruder. Er ist aufgewachsen in einfachen, ärmlichen Verhältnissen, in einer einfachen Werkstatt seines Vaters Josef. Ohne technische Maschinen, nur mit der Axt, dem Hobel und der Säge. Ohne Gesellenbrief der Handwerkskammer, ohne Krankenversicherung und Tarifvertrag. 30 Jahre war er sich nicht zu schade, sich selber die Hände schmutzig zu machen, einen Tisch zu zimmern, eine Sitzbank, ein Fischerboot zu reparieren und gelegentlich einen Dachstuhl zu bauen, wenn es einmal einen zu großen Auftrag gab. Seine Freunde waren einfache Fischer am See, Tagelöhner auf dem Feld und kleine Weinbauern. Abhängig vom Wind und Wetter, abhängig vom Bootsbesitzer und vom Eigentümer des Weinbergs. Sie forderten pünktlich die Pacht und zahlten oft unpünktlich den Lohn aus. Er hatte einen Blick für die Arbeit der Hausfrau, die den Sauerteig mengt und das Brot backt. Die Frau, die stundenlang nach der verlorenen Trachten sucht, weil sie jeden Cent zweimal umdrehen musste, bevor sie ihn ausgibt. So knapp war das Geld bei ihr. Jesus wusste, dass auch wir nicht im Paradies leben, sondern jenseits von Eden. Dass wir im Schweiß unseres Angesichtes unser Brot verdienen müssen. Er hat unser ganzes Leben mit uns geteilt. Auch die bitteren und schweren Stunden.
Als er 30 Jahre alt war, hat er deinen Ruf vernommen, ist hinausgegangen hin zu den Menschen, um ihnen Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass du sie liebst, guter Gott. Für die mühseligen Beladen hat er Partei ergriffen und sich auf die Seite der Armen, Schwachen und Kleinen gestellt. Wer sich selbst nicht helfen konnte, dem hat er geholfen. Wer selbst keine Stimme hatte, für den ist er zum Sprecher geworden. Wer verzweifelt und ohne Hoffnung war, dem hat er eine Zukunft eröffnet. Er war fest davon überzeugt, dass unsere Worte und Taten, dass unsere Leistungen und unser Versagen nicht dein letztes Wort für eine erlösungsbedürftige Welt sind. Für unsere Überzeugung hat er gelebt und er ist dafür gestorben. So bitten wir dich, guter Gott, heilige uns alle und heilige uns in Gaben, da wir den Auftrag deines Sohnes hier und jetzt erfüllen. Am Abend, als er sich freiwillig dem Tod ausgeliefert hatte, nahm er einmal das Brot, sprach das Dankgebet, brach es, gab es den Seinen und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und dankte noch einmal. Reichte ihm den Seinen und sprach: Nehmt und trinkt jetzt alle daraus. Das ist der Kelch eines neuen und immerwährenden Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ihr wisst jetzt, dieses Brot und der Wein was ganz Besonderes sind, nämlich Jesus selber. Das haben wir in der Schule im Unterricht gemacht. Und deswegen, weil er jetzt hier mitten unter uns ist, wollen wir ihn ehren, den wir alle verneiden. Geheimnis des Glaubens. Guter Gott, wir erinnern uns an deinen Sohn mit Freude. Denn seine Worte sind immer wieder neu und unerhört. Seine Taten immer noch voller Hoffnung und Kraft. Sein Sterben am Kreuz ist für uns alle heute noch die Quelle des Lebens. Wir neigen uns vor deiner Liebe, guter Gott. Denn du hast deinen Sohn nicht im Stich gelassen. Du hast ihn aus Liebe auferweckt. Du hast ihm neues Leben geschenkt, das keinen Tod mehr kennt. Ein Leben an deiner Seite. Und hier mit ihm unter uns verborgen im Brot und Wein. Wir bitten dich, guter Gott. Lass uns alle teilhaben an der Herrlichkeit deines Sohnes, an seinem Leben bei dir, an seinem Leib und seinem Blut. Erfülle uns alle mit seinem Geist, mit dem Geist der Hingabe und der Liebe. Guter Gott, verbinde uns mit allen, die den Namen deines Sohnes tragen. Mit unserem Papst Franziskus, unserem Diözesanadministrator Herbert, mit unserem Pfarrgemeinden und mit der ganzen Kirche, überall auf der ganzen Kirche. Lass uns als Kirche in Einheit zusammenstehen durch das Wirken deines Geistes und deiner Verbündete sein, dein ewiger Bund mit ihm unter uns Menschen. Öffne uns für alle Völker und Nationen, für jeden einzelnen Menschen, für seine Fragen und Sorgen, für seine Ängste, für seine Nöte, für sein Leiden.
und führe uns alle zusammen in Frieden und Gerechtigkeit. Guter Gott, wir bitten dich aber auch für die Menschen, die uns auf unserem Lebensweg begleitet haben. Wir wollen ihnen in Liebe über den Tod hinaus ein treues Anliegen bewahren. Wir wollen heute Morgen in ganz besonderer Weise bieten, einmal uns drum und verstorbene Angehörige, für alle Verstorbenen der Familien Kupfer und Zahnitzer. Wir wollen beten für alle verstorbenen Mitglieder unseres Ortsverbandes der KAB, aber als Kreispräses der KAB Borchheim und Ebermannstadt möchte ich auch für alle Verstorbenen des großen Kreisverbandes beten. Nimm sie alle auf in das Licht, das du selber bist, in die Freude und in das Leben. Bewahre uns in der Gemeinschaft mit allen deinen Heiligen, mit Maria, der Mutter deines Sohnes, mit dem Heiligen Josef und mit allen, die deine Hoffnung leben, mit allen, die dir treu geblieben sind bis in den Tod, mit allen, die sich eingesetzt haben für Arme und Bedrängte. Lass uns mit ihnen zusammen das Leben feiern und dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Habt es. Ganz vorsichtig, ihr wisst, was das jetzt bedeutet. Singen wir zusammen. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben alle den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Herr, wollen wir in diesem Geist nun miteinander leben. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir auch wir vergeben unsere Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern und der Friede des Herrn, ihr seid allezeit mit euch. Wenn ihr möchtet, gebt euch gleich in welcher Form ein Zeichen des Friedens. Und euch schicken wir. Sucht euch zwei Außen aus, bringt ihnen den Frieden. Ihr Mindestkönnt auch mit untergehen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Bringt einfach hier vom Altar den Frieden, weil nicht alle hier laufen können. Das wäre doch Jünger hier. Aber ihr könnt es machen. Bringt den Frieden und werdet so zu Jüngerinnen und zu Jüngern von Jesus. Geht. Ich wünsche es euch. Thank you.
Seht, dieses kleine Stückchen gebrochenen Brotes, dieses kleine Brot, das wir hier stellvertretend für uns alle geteilt haben, das ist Christus. Das ist der, der gekommen ist, um unser ganzes Leben mit uns zu teilen, damit wir alle Leben in Fülle haben. Herr, ich bin die Fülle, das war an Jesus nur ein Herr, am Gott steht nur ein Gott, so wird mein Seel Christi. Amen. Amen. Der Leib Christi. Der Leib Christi.
gemeinsam das KB-Gebet. Das ist auf der vorderen Seite von diesem Liedzettel. Herr Jesus Christus, wir bringen dir unseren Tag, unsere Arbeit, unsere Auseinandersetzungen, unsere Kämpfe, das, was uns gelingt, uns freut und gut tut, aber auch das, was unser Leben in Schwere macht. Lass uns, wie auch all unsere Schwestern und Brüder, in unseren Arbeitszeiten und in der Welt der Arbeit denken du, arbeite mit dir, leben in dir. Gib uns die Gnade, dich mit ganzem Herzen zu lieben und dir mit allen Kräften zu dienen. Dein Reich komme an unseren Arbeitsplatz, in die Familie, in die Fabriken, in die Werkstätten, die Büros und in unsere Häuser. Lieb, dass alle, die heute in Gefahr sind, in deiner Gnade bleiben. In deiner Liebe segne alle, die dich heute besonders brauchen. Segne die, die in Arbeit sind und die, die Arbeit suchen. Segne die Kinder und Jugendlichen. Heilige uns und unsere Familien. Dein Reich komme durch uns, unser Handeln und unsere Arbeit. Seliger Nikolaus Groß und seliger Marcel Hallo, bitte für uns. Maria, du unsere Hüterin und Fürsprecherin, bitte für uns. Herr Jesus Christus, schenke den Verstorbenen deinen Frieden. Am Ende des Gottesdienstes möchte ich Danke sagen. Danke für Ihr Mitsingen und Mitbieten. Herzlicher Dank an unseren Pfarrer Klaus und unseren Christian für den besonderen Gottesdienst. Ein Dankeschön auch an alle Mithelfer, unseren Bannerträger Jürgen, unseren Praktikanten Lucia, Direktorin Christine, die Messnerin Monika, den Organisten Bernhard und die vielen Ministranten. Es freut mich immer besonders, wenn wir so umrahmt sind von so vielen Ministranten beim Gottesdienst. Eine kurze Vorankündigung. Morgen am 13. März ist ein Seniorennachmittag um 14 Uhr im Pfarrsaal. Herr Jakisch informiert über falsche Kriminalbeamte. Dazu herzliche Einladung an alle Senioren und an alle Interessierten. Der Osterkatzenverkauf zur Unterstützung von Frauenprojekten in Madagaskar läuft gut. Ich wünsche Ihnen allen einen erfüllten Sonntag. Der Herr sei mit euch. So segne, so beschütze und so begleite euch auf allen euren Wegen. Unser liebevoller und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So lasst uns gehen und Frieden bringen. Amen.